Afrikanischer Büffel. Sincerus kaffa. Kopf-Schulterpräparat, Fundort Ostafrika, Provenienz, wahrscheinlich Schenkung durch Witwe des Offiziers Paul Baumstark, Freiburg im Breisgau 1950. Das Tier wurde von Oberst Baumstark erlegt, die Präparation für den privaten Gebrauch beauftragt. Genaue Umstände sind nicht dokumentiert. Der Oberst war Mitglied der Schutztruppe und übergab dem Museum ebenfalls Ethnographika. Das Objekt weist diverse Schäden vielfältiger Ursachen auf. Es zeigt eindrücklich die Verpflichtung zu fachgerechter Konservierung und Lagerung der anvertrauten Sammlungen. Was für ein kraftvolles und imposantes Tier! Die Stärke ist noch spürbar, die großen Hörner noch heute furchteinflößend. Der afrikanische Büffel gilt nicht ohne Grund als Vertreter der Big Five der afrikanischen Großtiere. Leider geht es diesem Präparat nicht gut. Die Schäden sind deutlich sichtbar. Allein der große Riss zwischen Auge und Halsansatz ist nahezu schmerzhaft schon in der Betrachtung. Was ist geschehen? Das Präparat gelangte erst 1950 ins Museum. Bestanden die Schäden? Wurde das Objekt zu oft ausgestellt? War die Lagerung nicht adäquat? Gab es einen Transportschaden? Oder war die Präparation nicht für die Ewigkeit ausgeführt? Präparate wie diese zeigen, wie essentiell der Grundsatz des Bewahrens in der Arbeit des Museums ist. Die Museumsleute sagen auch präventive Konservierung dazu. Was heißt das? Es geht um Schadensabwehr vom Sammlungsgut, in jeder Hinsicht. Neben offensichtlichen Bedrohungen wie Brand, Diebstahl, mechanischen Beschädigungen, technischen Havarien und Naturkatastrophen sind es auch Themen wie Klimastabilität, Lichteinwirkung, Schädlingsbefall und Schadstoffe, die zu einer Bedrohung für die Objekte werden können. Der Riss in dieser Büffeltrophäe deutet auf den ersten Blick auf nicht den Erfordernissen angemessene Klimabedingungen hin. Besonders bei organischen Materialien sind Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchte mit Veränderungen am Objekt verbunden. Sie schrumpfen oder quellen. Ist dies die Ursache für die Beschädigungen? Oder doch ein unzureichender Lichtschutz? Sowohl der UV-Anteil als auch die Menge des Lichtes können zu Materialermüdung führen. Letztlich eine mögliche Ursache für solche Art Schadensbilder. Es geht also um alles. Um die Verantwortung der Museen und ihrer Träger für die langfristige und adäquate Aufbewahrung des unserer Generation übergebenen Sammlungsbestandes. Irgendetwas ist offenbar bei diesem Präparat schiefgegangen und so erinnert es uns eindrücklich an unsere Verpflichtung. Michael John, Ingenieur für Gebäudetechnik. Trophäe eines afrikanischen Büffels. Bei diesem afrikanischen Büffel, Sincerus kaffa, handelt es sich um ein klassisches Kopf-Schulter-Präparat. Das Hauptaugenmerk solcher Präparate liegt auf der erjagten Trophäe, den Hörnern oder dem Geweih. Platzsparend hängt es an einer Wand und erinnert den Schützen an die erlebte Jagd. Wie und wo genau dieser Büffel erlegt wurde, welche Geschichte das Objekt hinter sich hat, lässt sich nur erahnen. Hinweise geben die handwerkliche und künstlerische Machart, vorhandene Schäden und wenige historische Belege. Um 1905 war Paul Feodor Baumstark als Oberleutnant in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika auf einem Militärposten in Shirati am Viktoriasee stationiert. Dort führte er im Namen der kaiserlichen Schutztruppe eine Strafexpedition gegen die Masai durch. Neben seinen Einsätzen sammelte Oberst Baumstark Ethnographika und jagte. So erlegte er wohl auch diesen afrikanischen Büffel, der zu jener Zeit noch Kaffernbüffel hieß. Zur Zeit der Kolonien entwickelten sich durch die rege Sammlung von Naturalien die Präparationstechniken an den Museen Europas und Amerikas rasch weiter. Erste anatomisch anspruchsvolle Präparate entstanden, und einige Präparatoren machten sich mit besonders naturgetreuen Arbeiten einen Namen. Welcher Präparator dieses Objekt präpariert hat, ist nicht bekannt.
Der Büffel wurde noch in einfachster Technik erstellt. Auf ein Grundgerüst aus Holz, Holzwolle und Ton ist die vermutlich kaum behandelte Haut aufgezogen und getrocknet worden. Die Nähte sind derb gearbeitet und das Äußere zeugt davon, dass der Erbauer wenig Kenntnis oder Geschick zur Nachbildung eines Büffels besaß. Zudem hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Wechselndes Klima und unachtsame Handhabung haben dem Objekt zugesetzt und zu kleinen Rissen und Abplatzungen geführt. Der auffällige Schaden am Hals deutet auf einen vormaligen Sturz hin, welcher vermutlich den Unterbau beschädigt, den Kopf abgesenkt und den großen Riss verursacht hat. Alwin Probst, zoologischer Präparator. Der afrikanische Büffel wird auch als Kaffernbüffel bezeichnet und wurde 1779 als solcher von dem schwedischen Arzt und Botaniker Anders Sparrman benannt. Zuvor war er in Europa bereits durch den französischen Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon bekannt. Wie viele Kunstwerke, Schädel und Alltagsgegenstände, die zu dieser Zeit durch Plünderung, Raub und Mord in europäische Museen gelangten, diente Buffon das Hornpaar eines Büffels vom Kap der Guten Hoffnung in einer französischen Sammlung als Grundlage seiner Darstellung. Die Trophäe im Freiburger Museum Natur und Mensch weist eine ähnliche Geschichte auf. Sie wurde dem Museum von der Witwe des Kolonialoffiziers Paul Feodor Baumstark, dem als Oberleutnant im damaligen Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Burundi und Ruanda, zahlreiche Kämpfe gegen die lokale Bevölkerung nachgesagt werden, überlassen. Baumstark hatte den Büffel bei einer Expedition in Deutsch-Ostafrika selbst erlegt. Auch in die Benennung des Büffels sind Kolonialisierung und Gewalt eingeschrieben. Der Begriff Kaffer ist im Arabischen entlehnt. Kafir bedeutet Ungläubiger und wurde in der deutschen Kolonialgeschichte abwertend für verschiedene Gesellschaften des südlichen Afrikas gebraucht. Heute gilt er als zutiefst rassistisch und ist in Südafrika sogar verboten. Bereits zu Sparrmans Zeiten begannen Naturforscher, menschliche Diversität in Rassen einzuteilen und hierarchisch zu ordnen. Einen der ersten Versuche unternahm der schwedische Zoologe und Lehrer Sparrmans, Carl von Linné. Obwohl sich Sparrman gegen die Versklavung afrikanischer Menschen einsetzte, brachte seine Benennung des Kaffernbüffels also schon damals eine stereotypisierende und entwertende Haltung gegenüber AfrikanerInnen zum Ausdruck. Da diese auch im zoologischen Gattungsnamen Sinceros kaffer steckt, ist eine Umbenennung des Kaffernbüffels heute leider fast unmöglich. Sibylle Merz, Wissenschaftssoziologin.